Eine davon betrifft sogar unser Assimilieren-Deck. Renner, my Renner. Redcoin. Eine freudige Wohltat für meine Ohren. Redcoin. So, Cantarella ist schon mal ganz toll. Torius gefällt mir auch sehr gut. Wir haben eine sehr starke Starkland sogar. Er spielt sogar um unseren Bratens herum. Aber den haben wir nicht mal auf der Hand. So. Ah, du tricky, tricky, tricky boy. So, wir fangen jetzt mal mit der Hellseherin an. Monster haben nicht viele Statuseffekte. Die hatten wir sogar in der Folge Armor-Stil. Die Interaktion ist, wenn du zum Beispiel bei Skellige mit dem experimentellen Antidoten einen Krieger aus dem Friedhof wiederbelebst, dann kriegt sein Schmied trotzdem eine Aufladung. Das ist die Interaktion, die momentan, glaube ich, verbuggt ist. Das sollte nicht so sein. Jedenfalls kann ich es mir nicht so vorstellen. Okay. Ich würde natürlich ganz gerne diese Endriagenlarven klauen. Das Problem ist halt nur, dafür bräuchte ich entweder meinen Bratens, den ich mir tatsächlich rausholen könnte. Kill the dog diddlers. Das ist nicht das, was ich haben wollte. Neue Chance. Out of the way, rabble! Ah, wird ja immer besser. Naja, okay, nehmen wir die Bestechung. Oh, ein Biest. Jetzt habe ich leider schon sehr assimilieren aufgegeben, was ich nicht so schön finde. Also das war ein sehr schlechtes Play. Er hat auch den Hund. Er hat eine Erscheinung. Okay. Die Erscheinung ist nicht schlimm. Die wird zwar hinten noch ein paar Punkte machen, aber nicht so krass viele, sage ich jetzt mal. Und ich kann hinten noch ein paar Spione wie Cantarella hinspielen. Ich hätte doppelt Cantarella haben können, dass ich zumindest da ein bisschen was blockiere. Oh, wir kriegen sogar eine Jungvögelchen. I hate nothing more than a creaky door. Okay. Die Erscheinung wird er nicht richtig gut nutzen können, wenn ich hinten Spionen ranlege, ne? Goliath. Bumm. Guck mal, was wir ihm klauen können. I shall be your eyes, my lord. Oh. Das ist die worst Card, die wir hätten klauen können, glaube ich. Weil wir dadurch nur unsere Engines weggenommen haben. Okay, hat gepasst. Kaiserliche reicht aus. Nächste Tattoo. Okay, wir haben eine lange Runde gegen Monster. Wir haben noch Portal, wir haben noch Bratens, wir haben noch unsere Assimilierer. Der Kaiser ist schon mal relativ toll. Und wir haben eine lange Runde gegen Monster. Bratens und Portal will ich halt noch haben. Das sind die beiden wichtigsten Karten. Informanten brauche ich nicht zwei. Portal ist schon mal toll. Das Ding ist auch, wenn er sehr lange mit seinem Oswald wartet, dann kann ich mir den Oswald von ihm von seiner Hand klauen und kann seinen Goliath aus dem Friedhof fressen. Plus er hat noch eine Erscheinung. Die Erscheinung ist zwar relativ gut, aber die nimmt ihn eine Reihe komplett weg. So. Und wenn ich dann noch einen Spion mit Brandens nach hinten legen kann oder ja, so einen haben kann, ist es relativ toll für uns. Folternde Magierin hebe ich mir auf für den Gnadenstoß.
Bratans noch gezogen. Oh, perfekte Hand eigentlich. Wir hatten auch Glück, dass wir hatten noch eine Taktikkarte für Kohorn im Deck drin. Da ist die ästhetische Erscheinung. Long live the Emperor! Long may he reign! Long live the Emperor! Spuk! Okay, wir benutzen erstmal eine folternde Magierin. Ich werde wahrscheinlich nicht beide benutzen, weil eine hebe ich mir auf für den Gnadenstoß. Die kriegt zwar jetzt weniger Assimilieren-Punkte, aber ich will jetzt auch mal natürlich ein bisschen Punkte machen. Das heißt, wir fangen erstmal mit einem Bratens an. Haya Vampire kann er natürlich auch haben, aber der Platz könnte halt eng werden. Da ist der Jägerin. Okay, wir geben erstmal... Ah ne, er frisst die Karte direkt, ne? Okay. Your name, young man, demands you be cursed into an urchin. Ah, ich warte mit dem Oswell. Ich brauche den Oswell nicht hundertprozentig. Wenn er ihn zu früh ausspielt, kann ich mit dem Gnadenstoß klauen. Wenn er ihn zu spät ausspielt, kriege ich mit der Anführerfähigkeit. Nächste Runde erstmal der Kaiser, ne? Der Kaiser löst noch 4 Assimilieren aus. Das heißt, der Kaiser spielt sich als 16-Punkt-Karte, was ziemlich gut ist. Ja, ist trotzdem noch okay. Und wir haben noch immer unsere Anführerfähigkeit. Wir haben noch immer unseren Gnadenstoß. Wir können sogar noch eine Larve von ihm wiederbeleben. Nächste Runde blockiere ich nochmal mit einer Informantin da so ein bisschen. Okay, er spielt den Oswell jetzt aus. Das ist gut für uns, weil Oswell gehen wir einfach noch mit der folternden Magierin ein weiteres Ding hier. Das heißt also, wir können seinen Oswell mit dem Gnadenstoß klauen und können auch seinen Goliath aus dem Friedhof fressen. Ich nehme ihm jetzt erstmal vorne den Platz weg. Hol mir eine Bruxa. Ich kann ja nächste Runde gucken, was, er noch eine, was ich noch rausholen kann mit der Anführerfähigkeit. Ich könnte einen Higher Vampire oder so klauen. Den würde ich auch noch fressen können. Oder? Er hat schon. Ne, er hat noch keinen Konsumierer gespielt. Okay, ein Bagest. Er macht sich Platz. Okay. Higher Vampire ist die beste Karte. Er hat nicht mehr viel. Wir wissen, dass er noch einen Donner hat. Aber er hat nicht mehr viel. Und wir haben ihn jetzt überholt. Das ist das Ding an der Erscheinung. Klar, die Erscheinung ist für die erste Runde eine sehr gute Karte. Aber für die letzte Runde, wenn es eine lange Runde ist... ist die Erscheinung nicht ganz so optimal. Er kann halt noch Platz vorne wegfressen, aber dadurch bringt er halt auch nur unsere Jungvögel in den Friedhof und wir können ihm nächste Runde einen Jungvogel wiederbeleben, können uns noch ein Bagest klauen und machen ihm den Platz weg. Her Grace will not be pleased. Und er hat jetzt noch zwei, er hat noch einen Donner und er hat noch eine Sechser auf der Hand. Wir haben noch einen Kohorn in Assimilieren und eine Triss in Assimilieren. Und das wird er nicht überleben. Hau rein, Oldin. Viel Spaß dir heute noch. Ah, und sein Szenario wird schon mal nicht porken. Die letzte Karte, die er hat, ist ein Donner. Na, wie, das ist das Ding an einem Erscheinungsdeck. Wenn du die erste Runde gewinnen kannst, in der langen Runde sind die Erscheinungen halt nicht wirklich toll.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. How can I help? Und krieg sogar eine Diplomatie. Hellkerze. Diplomatie können wir uns sogar noch eine. Mannschaft der Nagelfahr bringt die meisten Punkte. Run, run, you'll not get far. Letzte Karte, die hat uns ein Donner. Letzte Karte, die wir haben, ist ein Koron. Was wird gewinnen? Der Donner reicht nicht mal auf, um jetzt schon aufzuholen. Also ich finde die Erscheinung gar nicht mal so schlimm. Nilfgaard. Ich mag dieses Assimilieren-Deck, aber wie gesagt, es ist halt leider momentan echt gegen Skellige und gegen Nilfgaard nicht sehr schönes Matchup, ne? Aber es kann funktionieren. Und es ist ein echt lustiges Deck. Nördlicher. Nördliche war tatsächlich immer mit dem Deck ein kleineres Problem. Ja. Ja, ich dachte, du machst eine kurze Pause bis zu deinem nächsten Matchup, aber okay. Naja, wir haben ein bisschen früher Pause gemacht, weil ich konnte kein Skulltail mehr spielen, das war zu anstrengend. Ach so. Na gut. Ich schicke in die Kamera von meinem wunderschönen, fertigen Gesicht. Willst du Bildschirmübertragung haben? Ja, das wäre schon immer ganz nice, weil, ja, die Zeitverzögerung, weißt du doch. Ja. So, kleines Ding. Ich muss Jule nur ganz kurz hier noch einblenden. Jule ist gerade gekommen, hat es wahrscheinlich gehört. Warum ist meine Kamera schon wieder aus? Kamera ist an. Bei mir wird durchgestrichen angezeigt. Nö, aber du bist im Stream zu sehen. Komisch. Mysteriös. Wir haben eine relativ gute Starthand. Sehr, sehr seltsam. Oh, mein Auge juckt. Wir spielen Nilfgaard Assimilieren. Wir hatten gerade eine sehr schöne Runde gegen Monster. Ich hab's gerade gesehen, ja. Sein Donner hat nicht mal mehr ausgereicht. Abend, Ortega. Hi, Downwoods. Marinesäuer. Hi, Ortega. Bows raised. Bows raised. Okay. Die Frage ist, wir haben natürlich sehr viel Informanten in die Herzogin. Das heißt, wir werden diese Runde ein paar ausspielen. Wahrscheinlich auch, um ihn zu blockieren. Glünis ist mir sowieso ein guter Reset für seinen Baron. Also spiel ich die jetzt noch aus. Das ist, ach so, wir müssen das Deck noch aktualisieren. Das ist nicht das Deck, was wir gerade spielen, Black Thunder. Das Deck, was wir gerade spielen, ist noch nicht in der Deckliste drin. Das hau ich danach nach dem Match mal rein. Oh, da ist die Fregatte. Spielt Nilfgaard, ja? Her Grace will not be pleased. Ich habe tatsächlich auch mal dieses Deck mit einem Turniergluma ausprobiert und die Kerak-Fregatte mit einem Turniergluma war einfach nur ein Träumchen. Der konnte größer als ein Glasti werden. Ohne die Einheiten zu zerstören. Ja, das Ding ist halt, der kriegt mit der Fregatte keine Soldaten hin, ne? Es sei denn, er beschwört jetzt halt noch weitere. Temeria has yet to speak its last. Spielt ein Ölchen aus. Nein! Du Monster! Aber du weißt ja, was man sagt. Was ist besser als eine Fregatte? Zwei Fregatten. Fregatte, Fregatte. Ich musste vorhin so über das Video lachen, was du mir geschickt hast. Mit der Katze? Oder? Nee, von Yu-Gi-Oh! Achso, ja. Es ist aber wirklich. Es ist halt wirklich so. Wie konnte aus dieser einfachen Beschwörung das werden? Ja, XY-Beschwörung. Und was ist das für ein langer Pendulum? Tag, Tex? Ja. Muss nur aufpassen, dass die Fregatte in die Vorderreihe spielt. Ja, machen wir ja. Guck mal, Hannes Rudert schreibt sogar, wie man mit Fregatten umgeht. Und das ist doch passend zum Namen. Ja, das ist schon ein bisschen ironisch. Hannes Rudert, muss aufpassen. Ich sag dir jetzt, wie man eine Fregatte rudert. Sonst bringt man sich den Gluma. So, Assi, du kannst deinen blocken und dann noch dich benutzen. Ich würde so kotzen an seiner Stelle. Das ist das Schöne an Nilfgaard. Weißt du, was wir jetzt noch machen? Wir klauen ihm jetzt noch einen blutigen Baron oder einen Anzeis. No one can hide from me. Oh, smoke them out. Ja. Ist trotzdem okay. Fregatte, Fregatte. Fregatte. Hat gepasst. War ja aber auch irgendwie klar.
So, das Ding gegen die Nördlichen. In einer längeren Runde hätte ich Probleme einfach, weil Wiesgeld am Ende so richtig Peng, Peng, Peng machen kann. Und das will ich nicht. Peng, Peng. Das heißt, ich... Aber ziehen ist halt auch so knifflig, ne? Ich würde schon ganz gerne versuchen zu ziehen. Auch wenn es riskant ist. Wir haben leider immer noch Kohorn im Deck. Das heißt, wir haben auch unseren Gnadenstoß nicht. Der Sinn an Kohorn sollte eigentlich sein, dass man den Gnadenstoß wirklich zweimal safe spielen kann. Aber okay. Es kann passieren, dass man da echt nicht zieht, ne? The stars contend, you shall be victorious today. Die Leute sind froh, dass heute wieder Gwent kommt. Die Leute sind immer froh, wenn irgendwas kommt. Also gestern bei Ghost haben sich auch einige gefreut. Mhm. Tatsächlich freuen sich auch immer wieder welche bei Magic. Hast du eigentlich Bildschirmübertragung? Ich habe deine Bildschirmübertragung, okay. Ja klar. Aber bei mir wurde es halt auch wie bei dir angezeigt, dass es nicht funktioniert. Oh, Fregade! Fregade. Bist du bereit für Runde 2? Schieß mal los. Das ist genau das, was wir jetzt mal tun. Ja, der Chat im Bild ist momentan aktiviert, Ortega. Der Chat ist aktuell für die Woche wahrscheinlich nicht aktiv, weil ich ihn ein bisschen ändern will. Ich will das Overlay allgemein beim Twitch-Stream ein bisschen ändern. Deswegen habe ich ihn erstmal deaktiviert. Zu kurz, ich bin gleich wieder da. Aber der wird wiederkommen nächste Woche, ja. Oh, Jule geht. Jule steht auf. Da hat man ein bisschen Arschritze gesehen. Mit Jule. Nein, hat man zum Glück nicht. Man hat sie aber noch im Spiegel weglaufen sehen. Man sieht sie auch wahrscheinlich erstmal im Spiegel wieder kommen. Da muss man jetzt ein bisschen drauf achten. Ich bin übrigens neidisch, dass Jule da so eine dicke Couch hat und ich nicht. Da ist sie wieder. Anzeis. Oh. Anzeis ist aber ein Ritter. Anzais ist ein Ritter. Oh, er macht direkt ein 6er-Duell. Er will Bratens weghauen, nehme ich an. Anzais wird die Fregatte nicht auslösen. Das ist das Gute. Wo ist denn mein Chat jetzt hin? Ah, ich sehe den Chat nicht. Okay. Ich bin Artorius. What is truth if not an illusion? Wir nehmen tatsächlich mit Artorius einen schweren Art Feintrupp, weil wir brauchen einen Soldaten. Wir brauchen einen Soldaten, das ist das Wichtige. Wie du alle Fregatten klaust. Ich bin halt Captain Jack Sparrow. Wir klauen ihm seine Fregatten. Ich hab noch niemals. Der schlechteste Pirat der Welt. Das ist ja der schlechteste Pirat, den ich jemals gehört habe. Aber ihr habt von mir gehört. Das ist wie bei Philipp. Du bist der schlechteste Streamer, von dem ich je gehört habe. Aber du hast von mir gehört? Richtig. So, jetzt hauen wir erstmal die Fregatte raus. Fregatte. Dann der Usurper ist halt noch ein Soldat. Das Wichtige am Usurper ist, wir mussten zuerst die Fregatte benutzen, weil die Karten, die Spitzel, die spawnen. Sind keine Soldaten, das sind nur Agenten. Villa Flex. Die Frage ist, ob möchte ich direkt meinen Anführer benutzen, aber ich warte noch mit dem Anführer, ne? Vielleicht benutze ich den sogar erst nächste Runde, weil ich denke nicht, dass wir die Runde gewinnen werden. Aber Fallibor und Anzeige sind raus, das ist gut. Blutiger Baron kann natürlich noch was Starkes zurücksetzen, keine Frage. Fiebischer Angriff. Er spielt einen Egmund. Okay, jetzt kriegt er auch wieder eine weitere Fregatte, weil jetzt sind wieder zwei Soldaten hier. Die Reihe vorne ist nur relativ voll, ne? Was das gut für uns ist. Okay. Tristilikinese. Just great. In ein experimentelles Antidot in... Dann wollen wir eine weitere Fregatte holen? Nee, wir wollen eine weitere Informantin in eine Fregatte holen. My duty? Die spielen wir jetzt tatsächlich hier aus. Und damit es noch ganz hart wird, benutzen wir unsere Anführerfähigkeit, holen uns einen Voimir.
und buffen unsere Spitzel hier schon mal hoch. Jetzt haben wir noch vorne eine Fregatte. Doppelfregattenpower! Abend, Hotkrog. Ja, wir spielen Asmilien. Also er hat Voimir und er hat Anna auf der Hand, ne? Das wissen wir. Aber er hat vorne keinen Platz mehr. Dass er da irgendwas hinspielen kann. So. Blutiger Baron gefällt mir. Er spielt auch mit dem Prinzen. Das heißt, wir setzen Anzeis zurück. Prinz kann er sowieso nicht instant benutzen, ne? Und Baron auch nicht. Er hat vorne halt keinen Platz mehr. Wir wissen, dass er Voimir und Anna noch auf der Hand hat, ne? So, dann benutzen wir jetzt nochmal die Fregatten. Dieser Kosmetikwunsch, Captain Sparrow. Wir haben keine Hingabe, aber der ist trotzdem 5 Punkte. Jack, was ist los? Wieder, wir werden sowieso nächste Runde nicht mehr spielen. Das Beste, was uns jetzt bringt, ist der Marinesoldat. Scurvy? Nah, fake Elven News. Okay. Er hat noch Voimir, er hat noch Anna. Was ist die nächste Karte? Alter, was ist denn bei Gwent los? Warum sind die Felder so voll geklatscht? Wegen den Fregatten. Wegen den Fregatten, ey, das ist übel. Das ist echt first übel. To make a noise is first under the whip. Okay, wir werden jetzt passen. Wenn er noch einen blutigen Baron oder einen Prinz oder so hat, dann ja. Ich habe eh keinen Platz mehr. Okay, er holt den Warum raus. Warum ist die Fregatte so? Die Fregatte ist lustig. Die Fregatte ist übel fad für dich. Oh, ein Rayna. Der reicht nicht mal aus, er muss noch seine Anna benutzen. Mmh. Oh, das smackt mir. Das smackt mir. Das smackt mir. Egmund reicht auch nicht aus, der bufft nicht mehr. Er muss noch die Anna benutzen. Das heißt, er hat eine Karte weniger. Aber er hat immer noch Baron und Viraxas, ne? Anzeige ist aber auch raus und er kann nicht mehr hochboosten. Das heißt aber, wenn wir jetzt so ein bisschen unter dem Radar bleiben und erst am Ende sehr stark boosten, ist das okayisch für uns. So, wir haben die folternde Magierin mit dem Gnadenstoß. Wir können uns noch eine weitere Fregatte von ihm holen. Na, wie klingt das? Ey, Philipp. Er wird niemals den Tag vergessen, an dem er gegen Captain Jack Sparrow gespielt hat. Oh, hart. Es ist einfach so gut. Es ist einfach so gut. Ich liebe Asimilia. Das ist einfach so lustig. Ja, ich mache kein Cosplay. Ich kann kein Cosplay. Voll sieht das aus. Ein dicker, schwuler Pirat. Toaster! Wir haben sogar Doppel-Last-Szene, das heißt, ich kann die Magierin ausspielen und Dingens ausspielen. Ich hol mir nächste Runde erstmal das Schiff. Wir haben amphibischen Angriff. Okay, er benutzt den sogar nochmal. Das heißt, ich werde mir wahrscheinlich nichts Besseres holen können. Wenn die letzte Karte jetzt noch ein blutiger Baron ist, dann ist es halt worth it für uns. Bitte habt noch einen blutigen Baron. Das wäre das Perfekte. Ansonsten sieht es immer noch relativ mau aus. Für uns. Dann könnten wir immer noch verlieren. Ein lyrischer Sensenkämpfer. Okay, was ist das Beste, was ich mir tatsächlich klauen kann? Der Marinesoldat bringt uns 5 Punkte. Dadurch, dass wir hier Asimilien auslösen würden, dann der allerdings auch 5 Punkte bringen. Das reicht aber, glaube ich, nicht aus. Oder? Wollen wir wirklich den Gnadenstoß holen oder meinst du, es ist besser, eine Karte von ihm zu erschaffen? Gnadenstoß ist halt. Nee, die bufft sich ja nicht mal hoch, ne? Das heißt, der wäre eigentlich nur 4 Punkte wert. Das heißt, eigentlich ist das besser. Burak! Fügen die Schneider 2 Schaden zu, fügen für jede verbesserte Einheit in der Reihe. Ja, ist alles Kackkarten. Schade. Er wird trotzdem nie den Tag vergessen, an dem er gegen Captain Jack Sparrow gespielt hat.
Ah, das ist immer auch das Problem bei Assimilieren. In der kurzen Runde ist es einfach nur schlecht. Hätten wir was Besseres kriegen können, was uns auch den Sieg beschert hätte? Wahrscheinlich nicht, ne? Wir werden aber ein bisschen mehr Nilfgaard spielen noch. Ja, nicht nur Assimilieren. Wir werden auch ein bisschen Versklaven noch spielen. Oh, wir spielen gegen einen Gwent-Partner mit Lockdown. Ich wollte gerade sagen, das ist ja ein Gwent-Partner, ne? Mit Lockdown. Puh, der wird bestimmt dann gehatet. Wir waren gespannt, weil er ist der Gwent-Partner, ob er uns danach ein GG gibt. Aber es kann ja auch ein toller sein, ne? Also man weiß es ja nie. Die Namen sind ja verdeckt. So, was wollen wir nicht haben? Sowas wollen wir hier nicht. Ich denke sogar, ich lege eine Hellseherin ab. Die Informantin ist relativ gut. Ich denke, ich werde auch einen schweren Art Feintrupp ablegen. Kohorn. Okay, das ist gut. Wir haben die folternde Magierin, können uns eine Karte von ihm klauen. Haben immer noch Assimilieren durch Glünes. Die Division. My boots got sand or plenty in them. You do the Emperor proud, oh! Ich bin geschwind irgendwie gegen Shinmiri oder so wieder. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Corona. Shinmiri, wir haben nicht dieselben Streamzeiten wie Shinmiri. Das kann durchaus sein, aber Shinmiri hat den Gwent-Partner-Rücken nicht. Shinmiri streamt. Ja, der hat dieselben Streamzeiten wie wir, ne? Der streamt auch immer so um die Zeit rum. Wahrscheinlich bei ihr. Ich weiß gar nicht, wo Shinmiri wohnt. Wohnt er in den USA? An dem Kartenrücken. An den Kartenrücken kann man sehen, dass es ein Gwent-Partner ist. Es gibt diesen Rücken, da steht sogar Gwent und dann steht da drunter Partner. Das ist nur, den Kartenrücken kriegst du nur, wenn du mit Gwent Partner bist. Okay, er aktiviert den Lampengym und seine Division direkt zu blockieren. Your name, young man, demands you be cursed into an urchin. Nilfgaard! Das heißt, wir werden uns jetzt ganz viele Vollstrecker von ihm klauen. Dann sind wir die Vollstrecker. Ah, Jack, aua! Ah. Ist er dir gerade über die Beine gelaufen? Ja, ich hab's gesehen. Krallen ausgefahren. Ich hab's gesehen, jetzt sitzt er sich neben dich. Schenk mir Aufmerksamkeit. Er klaut sich den wieder zurück. Das wird ein lustiges Matchup, weil wir jetzt die ganze Zeit hin und her klauen, ne? Nur dadurch, dass er angefangen hat, hat er da wahrscheinlich einen kleineren Vorteil. I hate nothing more than a creaky door. Aber wir haben das Assimilieren. Wie wird man Gwent-Partner? Du musst Gwent irgendwelchen Content machen. Videos, Streams, written articles und dann kann man sich bewerben. Und Gwent-Partner-Programm nimmt eigentlich so gut wie jeden an. Also die sind da relativ offen. Das ist das Schöne. My generals? I would trust every last one with my life. Ja, das Problem ist, er hat halt mehr Möglichkeiten mit den Schützen. Aber wir haben den Kohorn in den Gnadenstoß und wir klauen uns einfach einen von seinen. Nilfgaard! Yeah. Jack wird gestreichelt. Wie wird mein Gwent-Partner? Es ist nicht. Naja, Shinmiri hat auch den Gwent-Partner nicht, den Gwent-Partner-Rücken nicht. Also könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass es nicht Shinmiri ist. So, was will ich jetzt holen? Wir brauchen 10 Punkte, die kriegen wir eigentlich leicht hin. Ich könnte zum Beispiel einen Roderick ausspielen, aber die Goldkarten. Also Roderick in Cantarella wäre jetzt perfekt. Das wäre der perfekte Counter. Dante! Easy Scantarella of my life. Gib mal Bratens wieder, Junge. Oh, Philipp. What you gonna do now? What you gonna do? Ja, wir sind Gwent-Partner. Bist du Grandpa? Nilfgaard ist so lustig. Nilfgaard macht nur nicht so den, Spaß. Den Rücken oder den Titel, weil sonst erkennt man halt... Er kann immer noch einen Peter haben und kann unsere Sechsener zurücksetzen, aber er hat seine Beschwörung raus, ne?
Damit hat er nicht gerechnet. 200 IQ-Move. Ein Fangzahn, ja, dafür haben wir noch mal Gift rein. Jetzt wird's aber lame so. Ich kann nicht gewinnen, jetzt kommt Gift. So, benutze ich denn einen Imperia-Schuss? Ich könnte mir den auch aufheben, weil er hat die 4 Schaden nicht. Joachim. Barbarians Hall. In den Rekruten. Joachim ohne Beschwörung ist relativ weg. Okay, wir benutzen Runstein. Kriegen sogar noch einen Pikinier raus. Und lassen wir es erstmal so. Er hat noch einen weiteren Vollstrecker. Den wollen wir nicht haben. Ich meine, das Ding ist... Ach komm, weg mit dem. Wir wollen auf Even gewinnen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass du gerade ganz schön... hibbelig bist? Nee, durch die Gegner rennst. Gibt es zurzeit einen Airdeck mit dem Spionage? Nein. Also man kann ihn spielen, aber es gibt keins eigentlich. So, die Frage ist, ob ich mir jetzt einen Kartenvorteil hole oder ob ich 2-0 versuche. Ist eigentlich das Lockdown, wir müssten 2-0 versuchen, ne? Ich meine, wir hätten immer noch den Kaiser für die kürzere Runde, wenn es darauf ankommt. Und den haben wir jetzt aber schon gezogen. Portal wäre gut. Oder wir holen uns einen Kartenvorteil, aber wie gesagt, er kann immer noch einen Rayman haben mit weiteren Imperias. Und da habe ich tatsächlich ein bisschen Angst vor. Tremble before the light of the great sun. Für die nächste Runde hätten wir dann immer noch Bestechung oder Portal. Und vielleicht sogar noch den Kaiser für die nächste Runde. Ja, Rayman. Das ist halt nämlich das Problemkind, der Rayman. Suffering ennobles, friend. Glaube ich, versuche mal einen Spion zu kriegen. Perfekt. Aua, check. Everyone has their secrets. Everyone. Perfekt. Wir haben das Deck immer noch nicht drin, ne? Abend, Montiero. Ich hau das Deck gleich in die Liste rein. Ich wollte es eigentlich vorhin schon machen, Philipp. Aber ja. Ja, tut mir leid. Warum tust du sowas? Weil ich ein böser Mensch bin. Böse. Ich könnte passen, er hätte immer noch einen Kartennachteil. Aber warum passen, wenn man weitermachen kann? I need not spill blood to make you suffer like never before. Ich erinnere mich, dass man den mal mit dem Hengave gespielt hat. Das war schon eine Weile. Die alte Deckliste, die wir hatten, Satir hat auch noch mit Hengave gespielt, aber die wurde halt geändert. Have I something in my tea? Her Grace will not be pleased. Okay, nächste Runde haben wir noch den Kaiser und der wird richtig nochmal Points machen oder den General. Hau rein, Resident Mike. Viel Spaß bei der Nachtschicht. Lass dir gut gehen. Er hat auch den General. Also seine letzte Karte muss echt gut sein, ansonsten hat er verloren, weil unser General gibt uns noch dreifach assimilieren. Er hat aufgegeben. Ja, wir haben einfach mit Assimilia mal schnell ein 2-0 gemacht. Es klappt nicht immer, aber es kann funktionieren. Okay, wir haben gegen Clays gespielt. Ich habe keine Ahnung, wer es ist. Es gibt so viele Gwent-Partner, ich kenne leider nicht jeden. Aber GG Clays. Gutes Spiel. Aber wenn es warm ist, dusche ich tatsächlich sogar manchmal zweimal am Tag. There is but one punishment for Ups, das ist keine Rage-Speak, Stoner. Das ist keine Rage-Speak. Das ist Real Talk mit Philipp. Das ist Real Talk. Retor. Oh, ich hasse dieses Wort. Es gibt nichts Schlimmeres als Retor. Doch, Ehrenmann. Ehrenmann ist schlimmer als Retor. Ehrenmann. Ehrenmann. Manchmal muss man auch Dinge sagen, die nicht so angenehm sind. Aber man hat einfach Lust drauf. Manchmal ist so ein Tag so, da musst du einfach nur sagen... Ja. Schau nur Erwachsene zu. Ja, das ist so das Ding, ne?
Nein, auf einen Nacken ist genauso nervig. Ja, das ist halt so diese, ja. Ich habe tatsächlich, als ich einkaufen war, ich muss ja nochmal Katzenfutter vom Stream holen, habe ich tatsächlich so eine Frau gesehen, die hat sich Meersalz aus Totem Meer geholt oder dieses Salz aus dem Toten Meer. Fand ich auch interessant, habe ich nie probiert. Wäre auch, glaube ich, nichts für mich. Weil Baden allgemein nicht. Badesalz? Ja, Badesalz. Baden ist allgemein nichts für mich, weil die Badewanne, die ich habe, ist viel zu klein. Ich kann mich da nicht richtig reinlegen. Entweder mein kompletter Bauch guckt raus mit Oberkörper oder aber meine Beine. Weißt du, dass es größere Badewannen gibt? Ja, aber die kann ich mir nicht reinbauen. Dwarfs, what are they without their armor? Dwarfs, what are they without their armor? What is truth if not an illusion? Haben wir den Kohorn auf der Hand? Wir haben leider kein Kohorn, aber wir haben einen Gnadenstoß. Der Gnadenstoß wird mir schon mal relativ toll gefallen. Das heißt, wir nehmen die folternde Magierin. Do I enjoy torture? Perhaps. A bit. Badesalz, tolles Comedy-Duo. Was ist an Badesalz lustig? Aber es ist halt tatsächlich das Lustige. Also, ist jetzt nicht unbedingt. Bei Gwen sind alle Leute nett, wenn du Sachen falsch aussprichst oder so Kartennamen. Bei Gwen sind die Leute immer noch, die nehmen das mit Humor. Das Lustige ist tatsächlich, ich habe damals bei League of Legends. Ich hab damals bei League of Legends einen Kartennamen falsch ausgesprochen und der Gegner hat mich, oder nicht der Gegner, sondern irgendein Typ hat mich in YouTube geflamed, dass ich schwuler Hurensohn mich umbringen sollte. Stimmt, ja, das weiß ich noch. Das war lustig. Also, nicht, der Typ war lustig. Oh, das war ein Brüller! Mensch! Naja, wie hast du gestern schon gesagt? Wenn du geflamed oder gehatet wirst, dann weißt du, was es gibt. Ich hab gerade voll missklickt, ich wollte Artorius Vigo wiederholen. Nicht gut! Da war ich gerade ein bisschen abgelenkt. Das war lustig, mein Junge. Das war lustig. Ja, das weiß ich noch, das war lustig. Nee, Badesalz ist einfach nur. Badesalz ist ein Zeug, was du dir in die Badewanne reinkippst, wie so. Seife oder so. Das ist Badesalz. Hast du noch nie Badesalz gehört, Montiero? In Amerika kursieren sowieso extrem viele Drogen, aber gibt es davon eine, die Badesalz heißt? Ich habe noch nie eine Droge mit dem Namen Badesalz gehört. Ansage von Phil. Now you see me, now you don't. Now you see me, now you don't. Ja, können wir gleich reingucken? Ich hole mir mal eine Triss. Was kann ich mir aus seinem Friedhof holen? Er hat keine nur Taktikkarten, ne? Dann hole ich mir die Diplomatie. Diplomatie holt sich einen. Der Blockierer ist, glaube ich, ganz gut, dafür, dass der Spion einfach nicht mehr schießt. Aber LOL hat auch die härteste Toxic-Community, keine Ehrenmänner. Ja, das ist das Ding an LOL, ne? Und wie gesagt, auch so, ich glaube, das meist gedislikedste Video auf unserem Kanal ist immer noch, als wir Teamfight Tactics das erste Mal gespielt haben. So, das ist halt der Grund, warum ich nie anfangen würde, League of Legends zu spielen, weil es ist halt einfach nur richtig schrecklich. Es ist halt wirklich einfach nur richtig schrecklich. Dafür ist es aber auch eins der meistgeklicktesten Videos. Ja, aber das ändert sich halt trotzdem, es ist trotzdem sehr unangenehm, wenn es... Ja, das stimmt. Fergus oder Joachim. Wir nehmen mal tatsächlich den Joachim. YOLO. Barbarians Hall. Genau deswegen hasse ich Joachim. Long live the Emperor. Long may he reign. Joachim war jetzt halt effektiv gesehen 7 Punkte wert. Deswegen habe ich ihn aus dem Deck rausgenommen. Legal Heights werden teilweise erz Badesalz verkauft. Echt? Es gibt Badesalz und Badesalz. Okay. Aber eigentlich der deutsche Begriff Badesalz ist eigentlich so dieses Zeug, was du in die Badewanne kippst. Nur jetzt nicht unbedingt die Droge, würde ich sagen, oder? Hm. Experten warnen von neuer Droge, Badesalz statt Heroin. Das Badesalz jetzt, weißt du, das ist wieder so, es gibt dieses deutsche Wort schon. Warum spielt man das jetzt nochmal aus? Okay, ich glaube, die will er sich klauen und das will ich verhindern. I divined this move from a sparrow's innards. Zehn Tage noch, Boys. Achso, ja, also der Drunkstream. Ich habe ja, also für die, die es wissen, Schalki und hier Krocherparty wurde eingelöst. Das heißt, am 1. gibt es einen Stream von uns und Schalki, wo wir ein bisschen Alkohol trinken und einfach reden. Was spielen wir denn? Ich weiß es nicht.
Okay, wir ziehen uns jetzt eine tolle Karte von ihm raus. Let us see. Das ist ja die tollste Karte, die wir absolut hätten ziehen können. Mein Gott, bin ich froh, dass wir Cantarella benutzt haben. Hat sich voll gelohnt. Hey Shaggy, übrigens. Hi, hi, hi. Was heißt ein bisschen? Ich weiß ja nicht, wie viel ein bisschen. Ich weiß ja nicht, wie viel Shaggy aushält. Ich meine, Shaggy ist jetzt nicht rassistisch, ne? Aber Shaggy ist teilweise chinesisch. Ja, ist Asiat und Asiaten trinken halt nicht wirklich viel. Die trinken ein Bier und sind dann unter dem Tisch. Also ich glaube, Shaggy hält schon mehr aus, weil er ist auch teilweise Österreicher. Aber man weiß ja nie, ne? Also wenn Shaggy nicht mehr kann, dann... Nicht viel bei dir, Shaggy? Dann können wir halt nicht mehr mit Shaggy machen. Okay, wir passen jetzt aber. Im Trispiel immer, wenn du Blue Quint spielst, einen Schluck. Wir überlegen tatsächlich, was anderes zu spielen als Gwent, oder? Kennt ihr keiner das hessische Comedy-Duo Badesalz? Nee. Ich hab Badesalz tatsächlich mal gehört, aber... Also das Comedy-Duo, ich hab's aber nie gesehen. Aber ich weiß, ich hab's ja irgendwo mal mitbekommen, dass sie da irgendwo verarscht wurden oder so, glaube ich. Jeder war das, eine Flasche Wodka. Wenn man den ganzen Abend bei Wodka bleibt, geht's sogar. Ich finde Wodka nicht mal wirklich schlimm. Ich spreche da aus Erfahrung. Ja. Jule war in ihren früheren Tagen immer so eine richtige Draufgängerin. Keine Draufgängerin, aber ich war viel unterwegs zumindest. Ich hab halt mein Leben genossen. Weisheiten mit Jule. Wichtig ist, wenn man Alkohol trinkt, die doppelte Menge an Wasser zu trinken. Nicht die doppelte Menge. Du sollst, glaube ich, nicht die doppelte Menge, weil das wäre zu krass. Das ist auch zu schädlich. Nee. Doch? Das kommt ja darauf an, was du an Alkohol trinkst. Wenn du Bier trinkst, dann natürlich nicht. Aber ja, nicht die doppelte. Du sollst auch nicht die doppelte Menge Wasser trinken, weil wenn du zu viel Wasser trinkst, dann wird dein Gehirn bläht sich auf, drückt gegen die Schädeldecke und du kannst daran sterben. Also du nicht zu viel Wasser schon, trinken. Du weißt schon, dass ich nicht so viel Wasser trinken kann wie du. Aber nicht dass die doppelte. Dass mein Körper dann so oder so sagt, nein. Ich überlege naja, gerade, was legen wir ab, schnell. Mit doppelt ist gemeint eigentlich vom Alkoholgehalt. Also du sollst, glaube ich, pro Flasche Alkohol ein Glas Wasser trinken oder so. Das kommt doch auch drauf an, was für Alkohol du trinkst. Das kannst du auch gar nicht so pauschalisieren. Ja gut, also ich sag mal, bei Wodka oder so reicht ein Ding aus vollkommen. Bei Wodka musst du mehr trinken. Even at full gallop. Ich glaube, ich klaue mir sogar seine Soldaten. Wenn man uns viel getrunken hat, dann bist du kotzen, danach ist man nicht dann. Nee, auch nicht. Wieso blutjung? Ich bin gar nicht mehr so blutjung. Ich bin schon fast 30. Ja, das ist auch nicht mehr so blutjung. Wir sind schon relativ alt, ne? Also ich weiß, ich habe auch ewig keinen Alkohol mehr getrunken. Weiß nicht mal, wie das wird. Aber ja, wir werden es halt nicht übertreiben. Also wir werden jetzt nicht irgendwie so nackig dastehen dann. Nicht. Schade. Onward, onward, to be showered with imperial gold. Okay. Warum nicht, fragt Shaiki. I need not spill blood to make you suffer. Warum werden wir nicht so viel trinken, Philipp? Er hat noch eine Yennefers Beschwörung. Das ist die Frage, möchte ich mir Yennefers Beschwörung klauen oder eher an Joachim? Aber Joachim wird ihm halt einfach nur ein Ziel für Yennefers Beschwörung geben, ne? Also wir wissen, dass er die Zähne entfernen kann. Da tut noch nichts weh, naja. Ich glaube nicht. Aber wir haben jetzt mit dem Roderick die Chance, unseren Pfiffchen wieder rauszuholen, ne? Und das werden wir nächste Runde mal versuchen. Bei den Jobs, die ich gemacht habe, da tut schon genug weh. Wobei, dann kann er den Pfiffchen klauen. Ist auch nicht so schönes. Okay, Joachim kommt schon raus. Enough! Ich krieg einen Imperial-Vollstrecker. Wir wissen, dass er Fergus hat. Eigentlich müsste ich den Imperial-Vollstrecker, aber ich krieg ihn nicht weg. Ich krieg den halt nicht weg. Richtig, danke. Was denn? Nein, nicht ganz. Was Jule meint, wenn man 80%igen Chilowitz trinkt, muss man danach 100%iges Wasser trinken. Ist doch klar.
Nee, aber wie gesagt, es ist halt, man soll halt im Verhältnis Wasser trinken. Okay. Ich nehme mal an, jetzt wird Fergus kommen. Ja, das heißt, nächste Runde benutzen wir unseren Roderick. Das ist sogar ganz gut, weil dann können wir den General nutzen. Nächste Runde kommt Roderick und wir beschützen die hier hinten. Mit dem Verteidiger. Push on! No mercy! Okay, dann haben wir noch eine Runde Chance. The Empire will be victorious. Was kann ich mir aus seinem Friedhof klauen? Ein Blockierer, aber der Blockierer brauche ich glaube ich nicht mehr so. Ich nehme eher mehr assimilieren Points. Der ist gut. There's been a mistake. I'm no mage. Point saved. So, nächste Runde haben wir nochmal den Stoß auf einen Roderick. Das heißt, wenn er nicht wegläutert, kriegen wir trotzdem, weil das ist ein Spion, unseren Verteidiger. Können vorne beschützen. Und dann haben wir nochmal den General. Wir wissen, dass er Beschwörungen noch hat. Die anderen zwei Karten wissen wir nicht, aber ich denke, da wird auch noch ein Kaiser dabei sein. Okay, er hat auch einen Roderick. Auch einen Gnadenstoß. Er holt noch einen weiteren Joachim raus. Okay, es ist gut, dass wir den Verteidiger noch nicht haben. Damien! Na, natürlich ein Damien. Den kriegen wir aber nicht weg. Das Ding ist halt, wir werden wahrscheinlich verlieren. Kill the dog diddlers! Let their blood. Ich muss jetzt einfach drauf vertroffen, dass seine letzte Karte... nicht vier Schaden machen kann. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich noch so habe. Die einzige, letzte Hoffnung. Wir wissen, dass er jedenfalls Beschwörung hat. Er wird uns damit 9 Punkte klauen können. Also von daher... Er hat noch 8 Punkte durch die Anführerfähigkeit durch den Damien bekommen. Okay, ist der Kaiser. Letzte Karte ist die Beschwörung. All I do for the Empire. Kriegen wir das noch hin? 8 plus Beschwörung sind 18 Punkte hat er noch, ne? Der General gibt uns wie viel? 12, 14, 15. Das wird ein Unentschieden. Make Nilfgaard great again. Ne, wir haben um 1 Punkt gewonnen. Yennefer klaut uns eine 10er. Er hat noch 8 Punkte. Er hat noch 2 Schüsse. Er gewinnt um 1 Punkt. Oh, sich verrechnet. Ich habe die Schüsse nicht beachtet. Er gewinnt um 1 Punkt. Es war echt ein knappes Duell. Weil er auch einen Lucky Joachim hat und sich einfach einen Damien aus dem Deck rausholt, ne? Das wäre so doof. Ich habe die Anführerfähigkeit, glaube ich, ein bisschen zu früh benutzt, aber so, ja. Sehr knappes Duell, sehr schönes Duell. Ah, hello. No, I fear this is no dream, my friend. Didn't actually think I would forget about you, did you? Me, who with but a whisper can swell a wave, start a chain of events with consequences momentous. No, I never forget. And it's high time to pay the piper.